Sul Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu meiner zweiten Ausgabe des Specials zu Kleinkind-Accessoires. Heute werden wir uns die Räume und die Möbel anschauen und wir machen auch hier den Anfang direkt mit den Räumen in Anführungsstrichen. Deswegen in Anführungsstrichen, weil sie komplett alle draußen spielen. Das ist aber auch, ja, im Endeffekt das einzig Mögliche. Abgesehen von den Stühlen sind nämlich wirklich alle Sachen, die es hier in dem neuen Accessoire-Pack gibt, komplett auf ein Spiel draußen ausgelegt. Es ist perfekt eigentlich mit Garten-Accessoires und Sonnenterrassen-Accessoires kombinierbar. Wir haben hier unterschiedliche Spielplätze, Picknickplätze mit Sonnensegel und allem drum und dran, wo es jede Menge Spaß für die Kleinkinder gibt und möglichst auch ein klein wenig Entspannung für die Eltern, aber auf jeden Fall ganz, ganz viel für die Kleinkinder zu tun. Das haben wir, wie gesagt, in drei Räumen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Wir hatten eben schon das gesehen, in so einem kleinen Picknick- bzw. Spielplatz, dann das große Klettergerüst und hier haben wir jetzt diesen Picknickplatz mit dem neuen Grill, mit den neuen Picknickbänken, mit diesem fantastischen Sonnensegel. Es gibt manchmal so Sachen, wo ich sage, okay, da habe ich nicht drauf gewartet, aber jetzt, wo ich sie sehe, Bombe. Und da gehört das Sonnensegel definitiv zu. Da kann man mit Sicherheit das ein oder andere schöne Eckchen im Garten zaubern. Im Baumodus gibt es auch etwas Neues und zwar gibt es da diesen quietschebunten Zaun. Ja, so eine mittlere Höhe hat er eher. Wirklich in ganz, ganz bunten Farben, wo man wirklich schön so Spielbereiche mit abtrennen kann, sowohl im Garten als auch vielleicht im Haus, wenn man so ein bisschen so eine Spielhöhle machen möchte für seine Kleinen. Die schlichten Farben sind aber auch durchaus als Gartenzaun zu gebrauchen. Und kommen wir jetzt hier in den Einrichtungsmodus. Da haben wir diese Kissenhocker, wir haben unterschiedliche Stühle. Ich hatte ja schon im Trailer von diesen Regiestühlen geschwärmt, denn ich persönlich liebe diese Art der Stühle. Ich finde sie irgendwie total schön vom Aussehen und sie sind auch super bequem. Also die werde ich mit Sicherheit häufiger nutzen. Klar, eine Picknickbank gehört halt irgendwie auch zu Spielplätzen und Spielgelegenheiten dazu. Von daher perfekt, dass da auch nochmal was drin ist. Den Bollerwagen finde ich auch total knuffig. Sieht aus, als ob da so eine Kühlbox drin wäre. Mit diesem Ding hier wusste ich erst nichts anzufangen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hab's dann erstmal dahingestellt, wie genau das aber wirklich verwendet werden sollte. Das seht ihr gleich noch. Ich finde hier diese Deko-Tierchen ganz cool. Diese Holzschnitzereien, diese Holzflöcke, sag ich jetzt mal, die angepinselt sind. Gefallen mir super gut als kleines dekoratives, ja, Accessoire ja nicht, als Akzent, das wollte ich sagen, als kleiner dekorativer Akzent. Und ich persönlich, der Panda-Bär, der guckt so ein bisschen böse, aber ich finde dieses andere Bärchen, finde ich einfach total knuffig, weil der Löwe und die sind wirklich süß, die sind wirklich knuffig. Passen jetzt vielleicht nicht unbedingt in jeden Garten, aber wenn man wirklich so eine Art Spielplatz baut und eine Spielecke für seine Kinder im Garten, dann sind die durchaus nicht schlecht. Ja, und hier sehen wir jetzt auch den anderen Part dieser Lichtstange. Wir haben außerdem neue Teppiche. Einmal diesen riesengroßen runden Teppich. Die hier finde ich sehr, sehr cool. Sieht so ein bisschen aus wie übereinandergelegte Picknickdecken. Beziehungsweise könnte man sie dafür auch wunderbar zweckentfremden. Denn wir haben ja auch so ein kleines Picknickset. Das seht ihr dann gleich noch. Also die finde ich super. Wir haben hier diese Ballondeko, vielleicht auch für einen Kindergeburtstag super. Nicht nur für Kleinkinder, sondern auch für Kindergeburtstage. Wie gesagt, das Sonnensegel, I love it. Da kann ich gar nicht groß mehr zu sagen. Es ist einfach genial. Was dieses kleine Baumhaus, was es damit auf sich hat, da bin ich auch gespannt. Das werden wir uns morgen im Gameplay mal anschauen. Eine neue Spielkiste gibt es auch. Die darf ebenfalls nicht fehlen in sehr vielen unterschiedlichen und lustigen Designs. Und die drei neuen Gameplay-Objekte, diese wunderschöne Rutsche, was heißt wunderschön, aber ich finde es super, dass es eine Rutsche gibt, das Bällebad und dieses riesengroße Klettergerüst. Das Ganze gibt es auch nochmal kombiniert mit allem zusammen als ein Möbelstück. Wie gesagt, ein Picknick-Set gibt es auch noch und auch noch einen neuen Grill, den ich auch sehr cool finde. Nicht zu groß, nicht zu klein, ich mag das Design. Ja, und hier sehen wir nochmal eine Übersicht über die neuen Gegenstände, die es gibt. Der Baumodus ist jetzt nicht so riesig vielfältig wie eventuell schon bei anderen Accessoire-Packs. Da gibt es, glaube ich, ein bisschen weniger. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich reicht für Kleinkinder diese
Auswahl an Objekten voll und ganz aus. Dafür ist ja auch der Create a Sim, besonders bei den Mädels, sehr, sehr, ja, ausführlich ausgefallen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, zu diesem, zu den Inhalten hier im Baumodus. Habt ihr es euch vielleicht gestern Abend schon gekauft oder wollt ihr es euch noch kaufen? Ich bin gespannt, schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Ja, und dann würde ich sagen, werden wir morgen in einem dritten und letzten Einblick dann das Gameplay mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei sein würdet. Und damit macht's gut. Bis morgen. Tschüss.